Hallo, ich bin Thorsten Albig und in 25 Tagen ist Landtagswahl. Heute ist der zweite Tag unserer Tour und wir waren mit ganz vielen tollen Leuten unterwegs in Flensburg und um Flensburg rum. Heute Morgen am Zopp Coffee to go ohne Kaffee, dafür aber mit Schokoherzen und Äpfeln. Die sind uns fast aus den Händen gerissen worden. Wir waren in einem super Naturerlebnisgebiet Bunde Wischen, wo wir eine ganze Menge Rindviecher, keine politischen, sondern echt gesehen haben und erlebt haben, was es bedeutet, wenn man Politik dumm macht, wenn man Ökoförderung rausnimmt und solche Gebiete schwächt. Ich habe einen starken Mittelständler kennengelernt, M. Jürgensen, im Kreis Schleswig-Flensburg, in Sörup. Die machen Laufbuchsen. Was sind Laufbuchsen? Es braucht jeder Motor, von ganz klein bis 300 Meter groß, um die um einfach zu funktionieren. Und die machen das da super klasse, weltweit ganz oben. Ein paar hundert Mitarbeiter, ganz starker Laden. Ja, und so ging der Tag weiter. Eine Telefonaktion beim SAZ mit vielen guten Anrufen. Die Leute waren gut drauf und Bildung interessiert die Leute. Und ich bin ganz sicher, ein Sozialdemokrat hatte sehr, sehr gute Antworten. Konnte mir bei den Mürwiker Werkstätten ein Bild davon machen, was es heißt, mit Menschen mit Handicaps verantwortungsvoll umzugehen. Ein ganz starker Akteur, auch hier im Raum. Und ganz viele tolle Menschen kennengelernt, die dort Arbeit haben und ihrem Leben einen Inhalt geben. Ganz großer Respekt vor dem, was dort passiert. Und jetzt eben war ich bei der AWO hier in Flensburg und war ziemlich froh, dort geschenkt bekommen zu haben von Simone und von Jens. Mein Lieblingsland steckt alle anderen in die Tasche. Das tun wir mit der CDU. Und jetzt noch 25 Tage und dann haben wir es geschafft.